Ich bin Yuki Wunschlotse und heute geht es um den Hirsch. Ist ja gut zu sehen. Ja, kriegen wir hin. Der Hirsch ist mein primäres Krafttier. Ich habe ja schon in meinem Podcast Kugeln, die die Welt bedeuten, dem Hirsch eine eigene Folge gewidmet, weil der Hirsch mir ja so unglaublich geholfen hat, als ich in Not war. Und er hat mir mehrfach in meinem Leben bereits geholfen, als ich in Not war oder auch einfach nur, als ich seine Hilfe brauchte. Der Hirsch ist mein treuer Begleiter und der Hirsch, das ist ein Waldtier. Der Hirsch, der hat die Fähigkeit, sich im dunklen Wald zu orientieren, sich auszukennen und den sicheren Weg durch den dunklen Wald zu gehen. Der dunkle Wald steht symbolisch für die dunklen Seelengebiete, für die unbekannten und dunklen Seelengebiete. Also ist der Hirsch in der Lage, eine sichere Führung durch die dunklen, unbekannten Seelengebiete zu geben, zu bringen. Ich habe den Anfang des Satzes vergessen. Gut, aber das ist klar, ne? Der Hirsch ist in der Lage, eine gute Führung anzubieten durch die dunklen, unbekannten Seelengebiete. Das ist zum einen auch der Grund, warum ich hier unten in der Beschreibung findest du auch einen Link zu der Krafttierreise, also zu meiner Audioanleitung, die dir dabei hilft, dein Krafttier zu finden. Und genau in dieser Audioanleitung biete ich dir meinen Hirschen als Hilfe an, denn wenn du jetzt noch kein Krafttier hast und dich unsicher fühlst bei so einer Krafttierreise, Seelenreise, Traumreise, Fantasiereise, dann kann ich das gut verstehen. Das ist, wenn es ungewohnt ist, auch noch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen unheimlich, vielleicht ein bisschen dunkler Wald, dunkles Seelengebiet. Und deswegen, das wirst du in meiner Audioanleitung hören, biete ich dir meinen Hirschen zu deiner sicheren Führung durch deine Seelengebiete an. Mein Hirsch kann das und ich habe den beauftragt, ich habe ihn vorher gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn ich ihn dazu beauftrage, dir zu helfen. Und na klar macht mein Hirsch das. Klar. Das heißt, du kannst es gerne ausprobieren, wenn du dich bislang noch nicht getraut hast, weißt du jetzt, der Hirsch ist an deiner Seite, wenn du ihn lässt. So, noch ein paar Sätze möchte ich zu den dunklen Seelengebieten und dem Wald erzählen. Es gibt das Märchen Hänsel und Gretel. Das sind die armen Kinder, die von ihren Eltern im dunklen Wald ausgesetzt werden, weil die Eltern nicht mehr wissen, wie sie die ernähren können. Und das ist im übertragenen Sinn, ist das das Märchen von den armen Kindern, also die Eltern, die haben nicht die Kraft dazu, die Kinder zu stärken, die Kinder zu nähren, also damit ist im Märchen ist das Essen gemeint, aber im übertragenen Sinn ist natürlich auch die Liebe gemeint und die Fürsorge. Und wenn Eltern nicht in der Lage sind, ihre Kinder gut zu nähren, dann fühlen die Kinder sich im dunklen Wald, in den dunklen, unbekannten Seelengebieten ausgesetzt. In dem Märchen treffen sie dann die Hexe mit dem Pfefferkuchenhaus. Und jetzt in meiner schamanischen Arbeit kommt da der Hirsch. Also wenn du dich selbst irgendwie in deinen eigenen Seelengebieten ausgesetzt gefühlt hast, wenn du nicht von deinen Eltern die Nahrung, die Liebe, die Stärke bekommen hast, die du für dich dir wünschst und die du brauchst, dann guck mal, ob du mit dem Hirschen Kontakt aufnehmen kannst und ob dir der Hirsch da helfen kann, aus deinen dunklen Seelengebieten den Weg zu finden
Und dass du nicht der im Märchen, es ist ja die böse Hexe, ne? Und im übertragenen Sinn ist es die auch, ja? Also da ist es diese, die Hexe in dem Märchen, die hat ja nichts Gutes im Sinn. Das ist ja der Schein, der da trügt, ne? Das ist der Schein. Es gibt scheinbar Nahrung, alles voller leckerer Pfefferkuchen oder Lebkuchen. Ja, was so belebend ist, ne? Die gute Nahrung und auch süß und gewürzt und voller Kraft. Aber das ist ja nur der Schein, das ist ja nur die Fassade, die aus diesen Pfefferkuchen gemacht ist. Das, was dahinter steckt, ist ja, dass Hänsel und Gretel in Knechtschaft geraten. Ne? Und das passiert schnell bei diesen Kindern, die da nicht gut abgeholt wurden. Dass sie dann den falschen Leuten folgen, weil es ja so scheinbar so toll aussieht, so kraftvoll, so nahrhaft, natürlich. Und da gehe ich hin. Pass auf, guck mal, ob du den Hirschen findest. Und guck mal, dass der Hirsch für dich abcheckt, ist das da gerade eine gute Hexe? Ist das gute Nahrung? Oder ist das die böse Hexe? Und ist es nur scheinbar gute Nahrung und nur scheinbar für dich gedacht, aber eigentlich im Märchen mästet die Hexe ja den Hänsel, um ihn selber zu fressen. Ja? Also wenn du mit so ein paar Pfefferkuchenködern in die Knechtschaft gerätst, wem anders zu dienen und wen anders satt zu machen, dann ist das sicherlich nicht das, worum es gehen sollte und was du für dich willst im Leben. Pass gut auf dich auf und als Hilfe nimmst du dir den Hirschen. Der Hirsch kann dir helfen, dich in dunklen Seelengebieten auszukennen und nicht den falschen Leuten auf den Leim zu gehen. Bleib neugierig und achtsam. Deine Yuki Wunschlotse.